Schlüff und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play. Ups, und da seht ihr schon, der erste Zombie kommt durch meine Mine rauf. Ich muss noch leuchten gehen. Ich mache gleich ein paar Fackeln. Denn sonst, wenn da die ganze Zeit Zombies rumlaufen, ist das nicht sehr praktisch. Oh. So. Und jetzt mache ich mir. Oh. Ja, so reicht mal. Neu, 12 gibt es, glaube ich. Was? Habe ich keine Sticks? Ah, ich habe sie in die Kiste getan. Okay, jetzt sollte es reichen. Und genau für 12 hat es gereicht. Dann gehe ich die doch mal anbringen. Noch mehr Zombies. Fick dich. Cool, noch eine Feder bekommen. Ja. Und dann gehen wir doch mal an unserem Haus weiterbauen. So, noch ein wenig beleuchten. Nein, am Anfang, als erstes schlafen wir. Und dann gehen wir weiterbauen. Ich weiß nie, ob ich in der Wir- oder in der Ich-Form sprechen soll. Mann, ist das. Ja. Wo sollen die denn sein? Draußen? Nö. Hier sind sie nicht. Wo sollen sie denn sonst sein? Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Okay. Da sind keine Zombies. Da auch nicht. Nirgends habe ich zugetan, glaube ich. Ich denke jedenfalls. Da habe ich eins zugetan, aber ich glaube, es war nur ein Block und da sind keine Zombies. Ja. Ich frage mich gerade, wo die sein könnten. Da jetzt höre ich eine Spinne und sie ist da. Nein! Ja! Creeper! Ich habe das Gefühl, dass jetzt wirklich ein paar Zombies in der Nähe sind. Okay, jetzt haben wir auch noch Knochenmehl. Und jetzt sollten keine Zombies mehr in der Nähe sein. Ja. Gut. Dann nehme ich jetzt doch gleich das Glas. Tue doch ein wenig Sand rein und gehe ich mein Panoramahaus, also den ersten Stock davon, gehe ich fertig bauen. Oh, ich muss mir auch gleich noch eine neue Axt machen. Ist dann auch gleich fertig. So, dann war es das doch mit dem Panoramafenster. Ach ja, etwas wollte ich hier noch ändern. Zwar hier, die Ecken wollte ich noch aus Cobblestone machen. Ich fand, das sah sonst blöd aus. So, hier noch. Dann werde ich mich doch in diesem Haus einrichten. Und dann baue ich wahrscheinlich noch ein unterer Stock. Oh ja, ach ja, noch eine Türe brauche ich. Okay, dann gehe ich doch mal die Sachen holen. Das wird dann meine Mine.
habe ich da alles drin? Das passt noch in mein Inventar. So, und dann noch das Bett. Und los geht's, oder? Es ist natürlich das Bett. Ach ja, dann werde ich auch noch meinen Spawnpoint speichern müssen. Sonst könnte das mich ziemlich aufregen, wenn ich dann sterbe und ich wieder das Haus finden muss. Jetzt machen wir doch gleich noch einen Ofen, einen zweiten. Ach ja, vielleicht hört hier ein wenig. Mal schauen. So. Also. Was könnte ich jetzt machen? Ach ja, die Tür. Sollte ich auch noch einbauen. Habe ich sie jetzt? Ist sie jetzt ernsthaft kaputt gegangen? Aber die kann man doch sogar von Hand abbauen. Und warum geht die denn kaputt, wenn ich die mit einer Steinaxt weghaue? Ach ja, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Mache ich mir einfach eine neue. Und dann mache ich mir doch gleich noch. Jetzt weiß ich nicht, wie ich fortfahren soll. Einen unteren Stock sollte ich mir bauen, oder? Eher nicht, oder? Na, ich baue mir einen unteren Stock. Habe ich noch Schaufeln? Ja, zwei sogar. Also, dann alles bis hier abbauen. Habe ich eigentlich jetzt schon genug abgebaut? Nein, ich glaube, ich mache ein bisschen noch einen Stock tiefer. Ich glaube, das war es eigentlich schon. Da können wir anfangen zu bauen. Mit Holz. Oder doch eher mit Cobblestone vielleicht hier oben. Ja, die Cobblestone. Habe ich da oben eigentlich die Ecke? Die habe ich vergessen. Oh, ich bin so dumm. Bin dann einfach abgehauen und habe diese Ecke da gelassen. Ihr habt es sicher gemerkt. Ist mir jetzt echt peinlich. Ja, okay. Also. Dann ist das schon die Decke. Der kommt da drei Blöcke tief. Also hoch. Ja. Muss dann auch noch Holz abbauen gehen. Ach, ich will die ganze Zeit fliegen. Wie im Kreativ. Ich könnte ja eigentlich auch so. Hier. Nein! Das will ich mir auch angewöhnen, dass ich jetzt mal. Anstatt Fail sage ich dann einfach. Denn das machen wir eigentlich die ganze Zeit in der Schule und. Ja. Da könnte es noch lustig werden, dachte ich. Okay. Jetzt habe ich kurz gedacht, ich hätte Flintenstiel in der Hand. Fragte mich so, habe ich überhaupt Flintenstiel gemacht? Okay. Oh, Fackeln brauche ich auch noch. Im Haus. Ah, habe ich ja noch 10. Nein, Creeper! Ja.
Das wäre wieder so ein Fail-Moment gewesen. Ich hasse es, wenn die da auch noch am Tag so rumlaufen. Irgendwo ist ein Creeper noch da. Zum Glück hört man die ja noch laufen. Und ich habe auch keine Holzaxt mehr. Ich gehe mir gerade eine craften. Nein, zwei am besten. Und Licht tue ich auch gerade hin. Auch gleich, meine ich. Merkt sich ja manchmal, dass meine Aussprache nicht gerade die beste ist. Ich hoffe, dass es euch nicht allzu stark stört. Noch ein wenig Kleins und mache ich doch gerade. Das kann man immer gebrauchen. Und jetzt habe ich noch die Axt vergessen. 20%. Jetzt muss ich noch kurz auf meine Uhr schauen. Jetzt habe ich etwas halt, schätze ich mal, 5 Minuten gespielt. Ja. Ich sollte nicht zu stark überziehen. Nämlich nicht so gut, auch die Qualität wird dann schlechter. Und das will ich ja nicht. Ach ja, und es könnte sein, dass manchmal die Qualität der Videos einfach schlechter ist, weil ich nehme mit This Recorder auf und da kann man direkt uploaden auf dem App. Und das Problem ist einfach, das Problem ist, dass ich irgendeinen Fehler habe oder so, wo ich einfach die Videos nicht uploaden kann. Es steht dann einfach, es wurde schon geuploadet und zeigt das vor den vorherigen Upload an. Und deshalb muss ich dann zu Camera Roll kopieren und von dort aus dann auch schon Nacht. Ich speichere meinen Spawnpoint und von dort aus dann uploaden. Und wenn ich das machen muss, wird halt die Qualität schlechter. Obwohl das Uploaden dann umso schneller geht. Ja. Kein Creeper oder? Nein, den Baum da vorne lasse ich, der sieht cool aus, so an der Klippe. Den nicht. Hier den zweiten auch noch. Oh, schon wieder in mein Leck. Leck meine ich natürlich, ich habe es gerade Leck gesagt. Ich versuche immer mehr zu reden, auch, boah, es fällt mir einfach gar nicht ein. Weiß manchmal auch nicht, wie das die guten Let's Player machen. Es fällt mir einfach nie irgendetwas ein, was ich sprechen könnte. Da hinten ist eine Spinne. So, die schlachte ich jetzt gleich. Komm, du Mistviech. So, ich sollte mir eigentlich ein Schwert zulegen. Wäre noch praktisch eigentlich. Und wie wäre es, wenn ich nächste Nacht dann auf Zombiejagd ginge? Das wäre sicher noch spannend oder lustig. Hoffe ich jedenfalls. Und dann hätte ich auch noch vielleicht ein wenig TNT zum Sprengen. Und vielleicht auch irgendwie ein wenig, keine Ahnung, einfach noch Müll und so. Kann man ja immer gut gebrauchen, Knochen. Ja, und ich hatte eine Frage, aber sie fällt mir gar nicht mehr ein. Ich wollte euch eben etwas fragen. Keine Ahnung. Ach ja, es hat
so mein Kollege, der hat, der spielt auch Minecraft und ich wollte ihn fragen, ob wir diesen Channel zusammen teilen wollten. Doch er sagte nein, er sei nicht der Let's Player, obwohl er, ich habe schon ein, zwei Mal mit ihm gespielt und es ist so witzig, wenn man ihm zuhört, so wie der redet, aber es nervt ihn auch, dass er Hochdeutsch sprechen muss. Oh, jetzt leckt es auch wieder. Das war... Ich würde das mal zusehen. So. Geht, glaube ich, schon besser. Also, aber er will leider nicht. Ich denke, es würde auch helfen, weil dann würden sicher mehr Abonnenten das Video schauen. Und das würde sich auch mir persönlich mehr Spaß machen. Und dann wieder zu Kollegen. Es wäre noch lustig, denke ich, und es kann gut sein, dass manchmal einfach in meinem Let's Play meine Kollegen manchmal mitspielen. Du hast Spaß. Denn einer hat voran, findet es gerade richtig cool und hat richtig Lust mitzumachen und vielleicht können wir dann ein paar Folgen am nächsten Dienstag aufnehmen. Creeper! Oh, wie ich die Creeper hasse. Welchen bekomme ich da noch? Er hat Blöcke. Ich frage mich eigentlich, wo war ich eigentlich? Ach ja, und da können wir wahrscheinlich am Dienstag dann solche Vögel aufnehmen, wenn nicht auch schon morgen. Das wäre dann ziemlich cool. Ja, also, ja. Und, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Naja. Ach ja, und... Nein, ich habe einfach keine Ahnung, was ich sagen soll. So, ich glaube, es ist langsam genug gerodet. Da vorne sind Knochen und Pfeilen. Juhu! Noch von der letzten Nacht, oder? Wie sehe ich das? Okay, noch 5 Minuten. Dann ist dann auch schon wieder fertig. Ich glaube, ich mache noch schnell den unteren Stock fertig da. Das untere Stockwerk, sagt man ja. Entschuldigt. Ich bin nicht so gemeint. Ich denke, jetzt mache ich darunter bis auf 20. Oder so ungefähr. Okay, 24. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich habe ja genug. Jedenfalls für den unteren Stock. Irgendwer da draußen vor unserem Haus. Ich bin gerade mit seinem Motorrad. Findet es gerade geil, so einen riesen Lärm anzustalten, glaub schon. Ja, oh, schon wieder ein Leck. So. Schon wieder. Ich finde diese, auch wenn ich die Motorräder total cool finde, regen mich diese Leute manchmal einfach echt auf. Sie sind, also allgemein nerven mich gemeinte Leute. Mein Bruder finde ich ziemlich gemeint. Also, er ist echt ein cooler Bruder, aber manchmal meint er sich einfach zu stark, finde ich. Er erzählt uns auch Sachen von der Schule und so, und ich finde es manchmal einfach zu krass für mich. Doch, er ist eigentlich ein cooler Bruder. Ach ja,
Ich habe eigentlich noch nie bei meiner Familie geredet. Ich habe auch noch eine Schwester. Die ist jetzt gerade 16 geworden. Und ja, und eben der Bruder, der ist gerade 11 geworden. Nein, der wird bald 12. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen... Habe ich mir ein wenig verschnurrt. Nein. Okay, und eben... Ich selber bin jetzt 14. Das stört euch hoffentlich nicht. Mich nämlich auch nicht. Höchstens ein wenig. Nein! Da mache ich wirklich so ein Blockfenster rein. Die gefallen mir nämlich ziemlich. Du sollst dich den unteren Stock, das untere Stockwerk ein wenig weitermachen. Ja, ich denke, noch 4-5 Blöcke weiter nach vorne. Das wird dann cool aussehen. 1, 2, 3, 4. Es wird dunkel und ich habe ja gesagt, die nächste Nacht bleibe ich draußen. Obwohl jetzt eigentlich schon das Let's Play schon fertig ist. Tut mir leid. Dann seht ihr im nächsten Let's Play halt, was ja danach passiert. Ja. Tschüss und bis dann, Leute.